So, wir kommen zur zweiten Übung für Yoga für Athleten und hier geht es wieder darum für die Beweglichkeit der Hüfte und der Beine, also Adduktoren und Abduktoren. Also die zweite Übung arbeitet wieder aus dem Ausfallschritt. Du suchst dir wieder ein Bein aus. Wir werden eh beide Seiten machen, aber ich präsentiere es erstmal auf der einen Seite. Ich werde mein linkes Bein jetzt nach vorne setzen. Ich mach mal mit. Genau, du hast dein rechtes Bein vorne. Hinten wird der Fuß ganz abgestellt, ja, dass die ganze Fußsohle auf dem Boden Platz hast. Von hier aus kann ich mich in der ersten Variante erstmal auf den Unterarm stützen. Boah, ich merke das jetzt schon. Von hier aus wäre auch noch, wenn ich mich mit den Unterarm stütze, probier mal aus, das Bein nach außen zu drücken, sodass du in den Innenseiten mehr und mehr die Dehnung spürst. Das kenne ich schon von dir. Wenn du jetzt noch das Becken etwas tiefer absenkst, müsstest du die Dehnung intensiver spüren. Okay, das ist der erste Teil. Ich spüre sie ja schon von Anfang an. Und dann von hier aus shiftest du dein Gewicht, also verlagerst du dein Gewicht auf das andere Bein und gehst dann runter. Je nach Beweglichkeit bist du hier oben oder gehst halt tiefer. Es ist auch nicht schlimm, wenn du hinten auf dem Fußballen automatisch kommst. Kannst aber auch auf der ganzen Fußsohle sein. Jetzt merke ich das hier schon in dem Bereich. Wunderbar. Wenn du das noch machst, ist so eine kleine fiese Geschichte, die ich extra für Said vorgestellt habe, beziehungsweise für ihn ausgedacht habe. Dreh mal deine Fußspitze nach außen, sodass du noch mehr öffnest. Und mach das gleichzeitig mit dem Arm, dass du hier nach außen drückst und ja, spür wieder diesen Zug. Wunderbar. Das Schlimme ist, manchmal, wenn ich meine Kunden habe, nehme ich ja Hans mit, und dann zieht er hier an der Seite und ich drücke an der Seite. Ja, und dann... Also so viel zum Spaß. Was passiert. So viel zu Spaß. Von hier aus gehen wir wieder in die erste Position zurück. Vorderes Bein gebeugt. Jetzt kann ich auch mit dem Oberkörper noch arbeiten, indem ich mich entweder hier oder da unten abstütze und dann mit dem, bei dir ist es die linke Hand, nach oben aufdrehe. Mit der Idee, den Oberkörper sich weit Richtung Decke oder in dem Fall Himmel aufdrehen. Sehr gut. Wichtig dabei ist wirklich, die Brust rauszupressen, die Hüfte nach vorne zu drücken. Genau. Und ich sage es immer wieder, Körperspannung. Auch wie in meinen ganz normalen Übungen, die ich immer euch vorstelle, habt wirklich Körperspannung, weil ohne Körperspannung hast du gar keine Stabilisation. Mhm. Ja. Von hier aus wieder runtergehen. Genau. Und im Bewegungsfluss würde die Bewegung aussehen können, ich gehe von der einen Seite zur anderen Seite. Er macht's vor, ihr macht's nach. Von der einen Seite zur anderen. Und dann hat man eine sehr effektive Dehnung. Jetzt würde diese Übung natürlich auch auf der anderen Seite funktionieren, beziehungsweise du solltest das auch auf der anderen Seite trainieren, um halt auf beiden Seiten die unterschiedlichen Dehnungen zu spüren. Genau. Wie viele Durchgänge? Also von den Durchgängen her würde ich empfehlen, einen Durchgang zu machen, wo du die Position mal hältst, statisch. Und dann im Bewegungsfluss auch so 3 bis 5 Mal. Und dann auch, wie vorher erklärt, üb das so oft, wie du kannst. Wie gesagt, ich für mich mache jeden Tag Yoga, baue solche Übungen auf, um meine Beweglichkeit zu halten. Ja, wenn du erstmal den Spaß nicht daran findest, aber so häufig wie möglich. Also ich kann es von mir persönlich sagen, ich habe das mal eine Zeit lang echt, ich glaube, 4-mal die Woche gemacht und ich konnte Spagat. So, jetzt versuche ich es zeitlich, schaffe ich das nicht immer, aber das sind auch nur Ausreden, man schafft es, 1 bis 2 Mal die Woche zu machen, und ich merke schon, dass es mich im Training auch weiterbringt. Mhm. Ne? Und ich kann es einfach nur empfehlen. Ne? Und Leute, die sagen, ey, Yoga, bla, Yoga hier, ey, jeder Profi macht es. Ich mache es mit meinen Kunden auch. Mit den ganzen Stars, mit den ganzen Leistungssportlern, Profis, alle. Ja, die ganze Welt macht es. Warum nicht ihr? Ja? Okay, super, danke. Mhm. Auf zur dritten Übung.